So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und für heute ist es der Plan, einen kleinen Storage-Server bzw. ein kleines NAS hier in PC Building Simulator zu bauen. Oder, um es anders auszudrücken, zu schauen, wie viel Speicherplatz können wir in einen einzelnen PC reinbauen. Und da würde ich sagen, springen wir doch mal direkt zu unserem Build. So, und da sind wir auch schon im Spiel. Und normalerweise hätten wir in PC Building Simulator 1 wahrscheinlich dieses Case hier genommen. Zugegebenermaßen, prinzipiell können wir das in der Theorie immer noch. Allerdings habe ich da so ein Problem damit, und zwar würde ich gerne unseren Server auf einer anderen Plattform basieren, und zwar auf Threadripper. Und leider passt kein einziges Threadripper-Board im Spiel hier in dieses Case, denn es unterstützt keine besonders großen Mainboards, kein eRTX, kein XLRTX. Und das ist ein Dealbreaker leider für uns in dem Fall. Es gäbe tatsächlich nur ein Mainboard, was in irgendeiner nicht normalen Consumer-Serie von CPUs ist, und zwar ein Board für Intel X299 Sockel. Das wäre zwar prinzipiell möglich, aber nicht besonders interessant. An der Stelle wird dieses Case deswegen auch schon Ciao sagen, und wir ersetzen es gegen ein Case, in das tatsächlich noch mehr reingeht, wenn es auch jetzt nicht wie ein Home-Server oder sowas aussieht, nämlich in das Fractal Design Meshify 2 werden wir hier tatsächlich bauen, in das Meshify 2 XL, um es genau zu nehmen. Und zwar nehmen wir die Dark Edition, weil ich die einfach cool finde prinzipiell. Und ihr werdet gleich schon sehen, was mein Grund dafür ist. Ihr seht allein schon diese ganzen Plätze hier für Speicher. Das sieht ja schon mal extrem viel aus, aber das ist uns bei weitem noch nicht genug. Wir gehen hin, nehmen diese Bracket da vorne ab, nehmen diese zwei Laufwerkschächte, theoretisch Laufwerkschächte, hier an der Stelle raus und gehen dann hin und ersetzen sie gegen ganz, ganz viel mehr Laufwerkschächte für ganz, ganz viele HDDs in der Theorie. Das machen wir jetzt prinzipiell sehr, sehr gerne, weil da kriegen wir natürlich eine Menge rein. Und für die Leute, die PC Building Simulator von euch schon ein bisschen mehr gespielt haben, werden wissen, unsere Limitierung ist hier tatsächlich, dass die HDDs im Spiel nicht besonders groß sind. Denn in Real Life gibt es mittlerweile HDDs mit 20 Terabyte prinzipiell relativ ohne mit der Wimper zu zucken. Hier im Spiel ist das ein bisschen problematischer, denn die größten HDDs, die es gibt, sind 4 Terabyte groß. Das ist extrem klein und nicht mehr besonders realistisch, ehrlich gesagt, aber das ist leider so. Insofern müssen wir damit an der Stelle leben, und wir werden auch hier natürlich noch ein paar weitere Lüfter, beziehungsweise hier unten einen weiteren Lüfter zumindest mal einbauen, denn das ist uns momentan noch ein bisschen zu wenig. So, Sekunde, das ist von Fractal. Wir können auch theoretisch mal schauen, kriegen wir da 402? Ich glaube, wir kriegen 420er rein. Wenn ich mir das so anschaue, könnte das in der Theorie gehen, dass wir hier 420er einbauen. Ich will es mal kurz probiert haben. Ja. Wir kriegen 420er rein. Das macht tatsächlich auch in dem Fall Sinn, weil, auch wenn man es nicht denkt, bei so vielen Laufwerken in einem System, und ja, zähle ich als Laufwerke, macht es tatsächlich Sinn, die auch aktiv zu kühlen. Also aktiv in dem Sinne, hier halt Airflow drüber zu haben und sie nicht einfach nur irgendwo unten im Nichts sitzen zu haben. Auch wenn das hier natürlich jetzt auch ein bisschen Airflow hat, das ist nicht zu verachten. Hier brauchen wir natürlich auch ein sehr, sehr solides Netzteil. Da müssen wir natürlich auch eine Menge Kapazität haben, denn ja, ist es tatsächlich auch nicht zu missachten, wie viel Strom letztendlich dann sowas verbraucht am Ende. Deswegen werden wir da auf das ST, nee, nicht ST, auf das P2 von EVGA setzen, beziehungsweise das AX1600i von Corsair. Damit haben wir nämlich tatsächlich die Möglichkeit, eine Menge Strom hier drin zu haben. Reingenommen haben wir hier ein bisschen weniger Cable-Management-Platz. Wir könnten das Teil aber auch hier rausnehmen, denn wir werden gleich nochmal eine weitere Limitierung kennenlernen. Aber vorher kommen wir erstmal zu unserem Mainboard. Und zugegebenermaßen, prinzipiell macht es am meisten Sinn, dieses Board hier von den Gigabyte AOs zu nehmen. Eigentlich ist es leider aber für unseren Build heute ziemlich egal, welches wir hier holen würden. Wir bleiben trotzdem hier bei dem, aber ich kann euch schon mal sagen, für unsere ja,
kleine, unseren kleinen Versuch hier, möglichst viel Speicher ranzubekommen, wäre jedes andere Board auch gegangen, weil wir hier eine Limitierung haben. Und zwar haben wir bei den meisten Boards nur 6 oder 8 SATA-Anschlüsse hier an der Seite. Hier haben wir tatsächlich 10, aber wir werden gleich kennenlernen, dass uns das egal ist, wie viele SATA-Anschlüsse wir haben, solange es über 6 Stück sind und alle dieser Boards für Threadripper haben mehr als 6 Stück. Aber da kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Erstmal ist natürlich unsere CPU hier am Start. Da wollen wir auf was möglichst Starkes setzen. Mit einem 3990X. Der hat natürlich eine Menge Power, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Auch beim RAM werden wir natürlich auf etwas sehr, sehr Starkes setzen. Und ja, es ist tatsächlich der Fall, dass wir jetzt nicht unbedingt auf die krasseste Geschwindigkeit setzen werden. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir das bei Serversystemen nicht wirklich brauchen. Eigentlich brauchen wir auch kein RGB. Schick finde ich es halt aber trotzdem, weswegen wir da schon ein bisschen was machen werden. Aber nein, wir werden trotzdem, auch wenn er so super viel schneller ist als alles andere, nicht auf Trident Z Royal Elite setzen, weil das ist halt echt hässlich. Also sorry. Da würde ich lieber schon fast lieber grüne RAM-Riegel einbauen. Guter Alter als den. Zumindest in ein normales System. Also wenn man alles drumherum designt, dann ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Auf jeden Fall haben wir hier trotzdem eine ganze Menge Platz. So, gucken wir mal. Das waren 32 GB mit 3600. Müssen wir wahrscheinlich jedes Mal jetzt neu suchen. Ah ne, okay, doch nicht. Gott sei Dank. Da haben wir dann am Ende natürlich ganze 256 GB von. Das ist eine ganze, ganze Menge. Allerdings könnten wir mit Threadripper theoretisch sogar noch deutlich mehr. Ist halt nur leider im Spiel nicht verfügbar. Jetzt werdet ihr gleich denken, ich wäre ein Cheapskate bei der Grafikkarte, die wir einbauen werden, direkt nachdem wir unsere SSDs hier eingebaut haben. Und ja, natürlich werden wir auch da gucken, dass wir das Maximale rausholen für das, was wir hier halt verbauen können. In dem Fall halt die Team Group Cadera Zero. Die sind nicht die schnellsten, aber sie sind... Na toll, müssen wir doch mal suchen. Die Cadera Zero mit 4 TB ist halt aber das Größte, was wir hier einbauen können. Nicht den hier. Okay. Sekunde, machen wir den zu. Dann machen wir den zu. Dann machen wir den da wieder auf. So. Es ist immer sehr anstrengend hier. Und, na, dann haben wir hier unten natürlich Platz für noch 2 weitere davon. Das ist halt schon cool. 4 M2 SSDs auf einem Board. Das ist echt eine Menge Futter. Aber wo wir theoretisch so halbwegs Cheapskate wären, wäre bei unserer Grafikkarte, je nachdem für was man den Server halt verwenden will, brauchen wir dann nichts besonders krasses. Zum Beispiel, wenn wir wirklich einen Storage-Server haben wollen würden, bräuchten wir da eigentlich gar keine krasse Grafikkarte. Aber das soll ja irgendwie so ein Allround-Server-Bild werden, weil es gibt nicht wirklich irgendwelche Server-Hardware im Spiel. Deswegen sind wir da sehr krass limitiert. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenken würde und einen Server für irgendwelches Encoding-Zeug haben wollen würde, also zum Beispiel, wenn man sich seinen eigenen Home-Media-Server macht, also zum Beispiel Sachen streamen will über diesen PC, also nicht Spiele streamen auf Twitch oder YouTube oder sowas, sondern wenn man zum Beispiel Blu-Rays hat, sich Blu-Rays sehr legal rippt und dann hingeht und sich das zum Beispiel auf ein anderes Device streamen will, nicht über Netflix oder sowas, dann kann eine Grafikkarte, die gutes Encoding kann, ganz hilfreich sein. Und da sind wir tatsächlich bei den Intel A-Karten, zumindest von der Theorie her, ganz gut dabei. In der Praxis ist es nochmal ein bisschen was anderes leider. Und ehrlich gesagt, wir können sie vertikal einbauen. Sie ist zwar nicht die beste Idee eigentlich für unsere Airflow-Performance hier, aber sie sieht halt schon cool aus. Ne? Werden wir also in dem Fall doch diesen kleinen Hit für die Performance nehmen. Auch wenn die Karte für reines Encoding jetzt nicht so krass schwitzen wird. Denn die Intel A-Karten haben einen Vorteil, sie unterstützen den AV1-Codec, was ein ziemlich guter Videocodec ist, den sonst zumindest fürs tatsächliche Encoding vergleichsweise wenig GPUs bisher unterstützen. Die RTX 4090 hier im Spiel würde das zum Beispiel unterstützen, aber die meisten anderen Karten, auch die RTX 30er Serie, unterstützt das für Encoding nicht, sondern nur für Decoding. Das heißt, damit kann man nur Dateien theoretisch lesen, die in dem Format sind, aber halt keine schreiben in dem Format, was halt in dem Fall
nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Weswegen wir das hier an der Stelle natürlich auch nicht machen. Hier oben werden wir natürlich noch gucken, dass wir trotzdem ein bisschen Kühlung reinbekommen. Ja, da können wir prinzipiell total übertreiben oder so. Machen wir jetzt aber nicht unbedingt. Sondern wir werden hier auf nicht den setzen. Sekunde. Nicht auf dich setzen. Wir wollten auf... Wo warst du? Wir wollten auf eine kleinere I.O. setzen. Und zwar sowas. Denn, wie wir hier sehen, eine 360er werden wir da wahrscheinlich nicht reinkriegen. Huch. So. Jetzt haben wir sie wieder beide zu schlimm. Bekämen wir hier nicht rein, wegen den Laufwerkschächten da. Deswegen müssen wir an der Stelle hier mal kurz Platz machen. Und dann könnten wir da theoretisch sogar... Ach nee, geht für die Plattform leider nicht. Sonst hätte ich da sehr, sehr gerne auch einen Arctic Liquid Freezer genommen, weil ich die halt einfach ziemlich cool finde und die halt auch extrem stark sind. Aber theoretisch könnten wir auch das hier mal machen. Muss ja nicht immer alles schick, schick RGB sein. Das hier ist auch sehr, sehr nice. Leider werden wir wahrscheinlich nicht mehr den Lüfter dahin bekommen. Zumindest nicht den großen. Wir können aber noch mal probieren, ob wir vielleicht einen 120er noch hinbekommen. Nein, schade. Ist aber auch okay erstmal. Ist nicht schlimm. Da brauchen wir nicht unbedingt so unendlich viel Airflow. Jetzt kommen wir aber gleich auch schon zum wichtigsten Teil für unser System. Nämlich natürlich zu unserem Speicherplatz. Da müssen wir erstmal hier noch ein bisschen zumachen überall. Ich glaube, das hier war noch ein Staubfilter, den wir irgendwo vergessen haben. Ich glaube, der kommt noch da hinten dran erstmal. War der von oben? Ja, der war von oben. Okay. Okay, kann mal passieren. So. Dann können wir die Frontblende hier schon mal dran machen. Und tatsächlich können wir auf der Seite auch das Case schon mal zumachen. Jetzt wird es nur noch hier hinten wichtig. Da können wir dann natürlich theoretisch auch anfangen, hier SATA-SSDs noch einzubauen. Die sind allerdings auch nicht besonders groß im Spiel. Wenn wir da nämlich mal sortieren, sehen wir, über einem Terabyte ist da gar nichts mehr. Die enden bei einem Terabyte leider. Deswegen sind wir hier halt eher dann bei HDDs. Ist jetzt auch nicht schlimm. Kann ich durchaus sehr gut mit leben. Wir werden allerdings auch gleich sehen, bei HDDs haben wir auch ein Problem. Und zwar haben wir ja gesehen, wir haben 10 SATA Steckplätze auf dem Mainboard. Allerdings werden wir jetzt gleich merken, wir sind jetzt schon mal bei 4 Stück. Alles gar kein Problem. Da haben wir die Nummer 5. Toll angeschlossen. Läuft super. Nummer 6. Top. So wollen wir das sehen. Nummer 7. Ups, da ist nur noch Strom dran. Denn ja, bei PC Building Simulator ist das Limit, was ein Mainboard unterstützt, zumindest was ich halt hier bei STX4 jetzt rausgefunden habe, mehr als 6 SATA-Sachen, die man anschließen kann, gehen nicht. Auch wenn das Mainboard 10 unterstützt wie dieses Board oder 8, wie fast alle anderen STX4-Boards. Wir sehen das auch hier, ne? Die sind, das ist eine Reihe von 5 Stück, die sind immer 2 übereinander. Ihr könnt auch gerne dieses Mainboard googeln. Das gute Gigabyte TRX 40 Aorus Extreme, es hat 10 SATA-Anschlüsse. Da sind 2 übereinander und wups, da ist jeweils nur einer immer. Mehr können wir nicht anschließen. Das ist leider eine echt beschissene Limitierung, weil eigentlich geht's, aber es ist mal wieder ein PC Building Simulator Bug, der uns leider an der Stelle alles vermiest. Weil in der Theorie hätten wir hier dazu natürlich nicht die Möglichkeit, alles voll zu machen. Aber zumindest an reinen HDDs sind wir halt hier mit den 6 Stück schon hart limitiert, weil wir so natürlich nur 24 Terabyte haben. Sonst wären da halt 40 Terabyte an der Stelle allein möglich. So haben wir halt eine Gesamtkapazität mit den SSDs gemeinsam halt von leider nur 40 Terabyte. Anders hätten wir die Möglichkeit für 56 Terabyte, womit man natürlich nochmal deutlich, deutlich flexibler wäre. Aber das ist leider tatsächlich unsere Limitierung an der Stelle. Prinzipiell können wir den PC auch gerne noch ein bisschen testen, einfach mal, weil why not? Allerdings werden wir hier jetzt natürlich nicht irgendeine bahnbrechende Performance bei sowas wie 3D-Mark raushauen. Was mich allerdings interessieren würde, wäre, was wir bei Cinebench rausbekämen. Deswegen werden wir mal gucken, was wir hier rauskitzeln können, damit wir bei Cinebench alles hinbekommen, was wir uns so vorstellen.
Und da gehört auch unter anderem dazu, rauszufinden, wie krass schnell wir unseren RAM hier überhaupt laufen lassen können. Unser Limit, was wir uns hier anzeigen lassen können, sind 3800 MHz. Okay. 3800 MHz bei CL12. Das ist leider... 3866 wird wahrscheinlich nichts. Denn wir haben prinzipiell rausgefunden, ich gehe einfach mal kurz auf CL20, damit ihr seht, selbst wenn ich extrem viel höher gehe mit der Latenz, wird das hier wahrscheinlich nicht hinhauen. Denn in PC Building Simulator ist es seit neuerem so, dass das Maximum, was ihr bei RAM bekommen werdet, immer nur das ist, was ihr in der App angezeigt bekommt. Und das ist extrem wenig. Meistens nur so 100 bis 200 MHz. Was sehr, sehr schade ist, weil ursprünglich war es immer in PC Building Simulator ziemlich garantiert, dass du mindestens 400 MHz bei RAM hinbekommst. Und das ist auch eher realistischer gewesen als nur 200 MHz. Und das war es wirklich immer. Aber, ne, ist halt leider nicht unsere Entscheidung, müssen wir mit leben. So, hier können wir trotzdem ein bisschen was machen. Eigentlich RGB nicht so unbedingt die Sache für Server, aber ist halt schon schick. Kann man schon machen. Theoretisch können wir auch hier Fluss machen sogar. Das macht schon was her. Bei dem ganzen RAM da oben. Aber gehen wir mal zu Cinebench und gucken erstmal, was wir standardmäßig hinbekommen. Danach nochmal, was wir hinbekommen, wenn wir ein bisschen übertakten. 34.445 Punkte. Und wenn ihr euch erinnert, wir hatten letzten Part den 13.900K. Der hat knapp unter 20.000 gehabt. Das ist halt schon nochmal ein insaner Sprung nach oben. Kann man schon echt nichts gegen sagen. Aber tatsächlich sind wir gerade bei den 3866 MHz RAM. Zumindest an der Stelle ja mal gerade ohne Probleme gelaufen. Das überrascht mich sehr. Trotzdem haben wir hier noch ein bisschen Headroom für unsere CPU. Und den werden wir natürlich auch ausnutzen. Da müsst ihr euch überhaupt gar keine Sorgen machen. Ah, 75 Grad ist natürlich auch nicht kühl. Aber es ist auch schon mal nicht extrem schlechte Performance. So, gucken wir mal, was wir hier so hinbekommen. Probieren wir erstmal 4,45. Ich glaube nicht, dass das hält, aber ein Versuch ist es doch immer wert. Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen, ganz ehrlich. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der RAM jetzt läuft. Na? Wow. Das hat fast nichts an den Temps getan. 150 MHz auf 64 Kernen. Das ist... Und wir sehen auch, ja, der RAM läuft wirklich so schnell. Also, I'm impressed. Probieren wir mal 4,6. Ich glaube, wenn das hinhaut, dann... Dann weiß ich selbst nicht, was ich da als Wetteinsatz eingehe. Also wären 300 MHz bei einer so krassen CPU. Sag mal, was ist denn die letzte Zeit bei PC Building Simulator? Warum lassen sich CPUs plötzlich wieder übertakten? Und vor allem, warum ist es plötzlich so stark? Weil, ja, ich meine, manche CPUs sollten sich stärker übertakten lassen, aber also das Teil jetzt eher nicht so. Das hat einen Grund, wieso so viele Kerne normalerweise halt natürlich niedriger getaktet sind. Das ist, weil die eine Menge Thermal Output haben. 500 MHz einfach mal so übertaktet auf 64 Kernen. Und 11%. Wie ihr euch vorstellen könnt, werden wir das sehr, sehr, sehr stark sehen gleich, wenn wir in Cinebench wieder reinhüpfen. Probieren wir noch mal ein klein wenig. Also ganz ehrlich, ich nehme jedes letzte MHz mit, wenn es das so angeboten wird, dann sage ich da nicht nein. Das könnt ihr aber glauben. Dann nehme ich jedes letzte MHz mit. Gerade bei der CPU halt. Okay, das ist eher dann aber doch zu viel. Wie gesagt, GPU werden wir nicht testen, weil 3D Mark ist halt nicht ansatzweise für den Use Case, den wir bei dem Server sehen, auch nur ansatzweise ein Test, der irgendwelchen Sinn macht. Und abgesehen davon, für einen Gaming-Benchmark ist natürlich die Intel Arc jetzt nicht so krass.
Das ist klar. So, schaffen wir es bei 4,825. Ja, Tatsache, das läuft. Ich würde gerne mal kurz gucken, hier beim Single-Core, nicht, dass wir da gleich mit dem RAM abschmieren. Nee, scheint tatsächlich relativ stabil zu laufen. Unser RAM. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Probieren wir einfach mal noch ein bisschen mehr. Also ganz ehrlich, wie gesagt, wenn es läuft, gerne. Ich nehme auch gerne die 4000. Sehr, sehr, sehr gerne sogar. Das wären meine 400 Megahertz, die ich immer so gerne sehe. Ja, da sind wir an unserem Limit, was ich versprochen habe. Das habe ich mir aber schon fast gedacht. So, dann können wir natürlich schauen, wie weit können wir nach unten gehen, bis wir hier bei einem Wert sind, wo es nicht mehr tiefer geht. Probieren wir mal 13, 15, 15, 30. Es wäre schon sehr stark. Das könnte aber auch schon sein, dass das halt nicht läuft. Doch. Und wir haben ganze 3000 Punkte da dazu gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Gegenüber dem anderen Test, den wir da gemacht hatten, hatten wir irgendwas mit 34.000. Jetzt haben wir 37.000 Punkte. Das ist schon ein krasser Wert. Das war das Dreifache von dem Platz 2 bei dem Benchmark. So, gucken wir mal, ob wir nochmal eine Latenz von 2 nach unten gehen können. Aber ich glaube, so langsam sind wir wirklich knapp. Doch, Tatsache macht er noch. Hat jetzt nicht mehr wirklich einen Unterschied gemacht, aber ich meine, 11er Latenz, bei einer Übertaktung vom RAM, das ist schon ganz gut noch. Also kann man sich nicht drüber beschweren. Aber ich würde sagen, das soll es erstmal für den heutigen Part von PC Building Simulator gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr enttäuscht damit, dass wir nicht so viel Speicherplatz hier reinbekommen haben, wie ihr jetzt vielleicht vermutet habt. Aber es ist nun mal leider so, dass es mal wieder eine Limitierung der Bugs von PC Building Simulator. In Real Life wäre es natürlich möglich, aber im Spiel nun mal wieder nicht. Schreibt mir trotzdem gerne in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Auch gerne Vorschläge für andere PCs, auf die ihr noch Lust habt, die ihr gerne sehen würdet. Natürlich auch noch gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, um nichts mehr Zukünftiges verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal. Bis dann und ciao!